So, ich... Ach Gott, komm. Deswegen will ich Coltorti behalten, ne? Weil es immer noch gut ist. Weil es hier immer noch gut ist. Also für sein Alter ist es Wahnsinn. Und vor allen Dingen, er ist eine Persönlichkeit für die Mannschaft. Ferus, Mister, ich gehe steil. Torich hat ja auf 79 gekloppt. Wir haben gerade auf 76 stehen gehabt. Also das ist der Hammer. Ich lasse das mit Stürmer auch mal drin stehen hier. Schadet ja nicht, ne? Wenn er das kann. Und bei Brandt, es sieht jetzt nicht so wirklich positiv aus. Also Fähigkeit 68, die Erfahrung ist immer noch im Keller, natürlich. Mit 20 Jahren minus 4, ne? Das musst du nochmal auch mal einem erzählen. Wie schaut's denn hier aus? Wir sind wieder gesunken, also die Euphorie ist weg, ne? Natürlich des Pokalsiegs. Das ist ganz normal. So, einfach mal noch ein bisschen hier geklickert. Bei dem müssen wir mal gucken, was wir machen. Bei Kessler. Ich würde den schon ganz schön gerne ausleihen, ne? Und damit Coltorti in der zweiten Mannschaft spielen. Weil dann kann er die 70 schaffen. Wenn der beim Zweitligisten wirklich regelmäßig dann für eine ganze Saison im Tor steht, das hilft dem wahnsinnig. Da haben wir einiges zu tun. Am 1.7. Also ich vermute mal, dass die Mail-Liste nicht unbedingt viel kürzer sein wird, als das, was wir im Vorjahr hatten. So, Mitarbeiter nimmt Angebot an, also komplett. Neue DFFN-Artikel, was denn? Torwart-Trikot. Badelatschen, ey, will der mir jetzt irgendwas erzählen? Eine Mütze brauchen wir nicht, Kindertrikot ist eigentlich ganz cool. Mir hat irgendjemand gesagt, ich könnte hier noch was aufnehmen. Natürlich, ich bin so blöd. Steht doch da. Wir haben das ja ausgebaut. Was ist denn hier sinnvoll? Weiß ich gar nicht mehr. Ich nehme einfach mal alles auf. Also 24, weil wir müssen ja hier das Ding einberechnen, die Kindertrikot-Geschichte. Können wir mal Badelatschen entwickeln lassen. Darf ich denn zwei? Ja. Badeente ist im Sommer. Da geht es schon. Klopapier. Ich nehme es wieder mit rein, weil das wird ja immer gelobt, das Ding. Jeder braucht Klopapier. Tim Müller wünscht sich einen neuen Scout, beziehungsweise einen neuen Mentor. Den können wir ihm aber nicht vermitteln. Da hilft es selbst nichts, wenn ich mir einen falschen Bart anklebe und so ein komisches, weiß-rotes Gewand anziehe und so ein bisschen komisch lache und mich Weihnachtsmann nenne, dann kann ich das immer noch nicht. Wir haben Mai. Tja, muss es einfach mal so bleiben. Vielleicht ja dann im neuen Jahr wieder. So, die alle sind geblieben, ist auch wichtig, wie gesagt. Ich habe dann viele Baustellen ab 1.7., aber dann wirklich nur wichtige. Man muss dann nicht mehr mit sowas hier die Zeit vertreiben. Und dann geht's Hektik, ne? Da müssen die Trainingsdinger eingestellt werden. Und dann, wenn dann keiner da ist, kein Mitarbeiter, das wird dann natürlich immer schwierig. So, weiter geht's. Ryan Schotten von Stoke City zum CF Valencia. Hat gekostet im Prinzip nichts. Mit einer 80 wird er ja angeführt. Nicht schlecht. Jan Schimonek von Lautern zum FC Luzern. Karagounis, ne, das ist aber nicht der. Und ihr kennt ja wahrscheinlich den Karagounis, die lebende Legende Griechenlands, der lange bei Inter Mailand auch gespielt hat. Der auch maßgeblichen Anteil hatte an der Euro 2004 für Griechenland. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch spielt. Müsste ich mal nachgucken. Es gibt ja immer noch so ein paar lebende Leichen, die rumlaufen, wie Mauro Camoranesi. Oder bis vor kurzem Juan Sebastian Verón, der dann in Argentinien noch rumlief. Und da noch ein bisschen gekickt hat. Ich finde das immer ganz geil, ne? Wenn diese Spieler, die du von früher kennst, die wirklich deine Idole waren, als sie jung waren und du auch, wenn die dann später noch, genau wie David Trezeguet, der rennt ja auch noch in Argentinien rum und spielt dann. Das scheint da wirklich Lifestyle zu sein. Wenn die dann wirklich bis ins hohe Alter noch spielen. Edwin van der Sar, ich erwähne das immer ganz gerne für Manchester United, ist ein Torwart natürlich, da gelten nochmal andere Gesetze, dass der da wirklich noch mit 40 im Kasten stand und das ist nicht schlecht. Die spielen, also bei Schwegler wird es uns nicht betreffen, weil der ist dann bei Hertha, das müssen die dann ausmachen. Zusätzlichen Urlaub, und die werden müde sein. Und weil die ja Euro spielen, werden die an der Fitness natürlich jetzt auch weiter arbeiten. Deswegen, ich glaube, 2 Wochen ist sinnvoll. Ich mach das mal, sonst habe ich immer eine Woche genommen. Aber das hat mir dann vom Gefühl her immer noch nicht so ganz gelangt. Deswegen 2 Wochen passt. Jopek. Jopek ist wieder unter den Lebenden. Er hat natürlich einiges verloren, ihr seht es ja hier, ne, was so eine lange Verletzung einfach ausmacht. Hier, 6 Monate Kreuzbandriss und dann nochmal 6 Monate Schädelbruch, also was der schon alles mitmachen musste. Und ist jetzt 22. Abschreiben auf keinen Fall, ne, das müssen wir dann mal abwägen, wie es weitergeht. Eine Laie hattet ihr vorgeschlagen.
und die zweite Mannschaft möglicherweise, dass er sich dann da erst wieder hochkämpft. Das steht auch noch im Raum. Ja, es gibt wenig zu tun, würde ich sagen, wenn man jetzt immer auf die Zentrale guckt. Hier, ne? Mannschaft zu jung, alles grün ansonsten. Saisonziele, das werden wir nachher sehen. Ja, das sieht wieder so blöd aus, Halbfinale ausgeschieden. Das sieht so aus nach gefailed, aber war natürlich alles andere als das. Es geht los. Die Euro 2016 in Frankreich und der Gastgeber Italien, Belgien in einer Gruppe mit der Ukraine zusammen. Die spielen alle unentschieden. Italien, Frankreich 2-2 und die anderen 0-0. Griechenland, Spanien mit Auftaktsiegen. Wir haben in der Gruppe C Türkei und Portugal mit Auftaktsiegen. England hat 1-0 gegen Portugal verloren. Das ist natürlich dann schon mal ein schwerer Schlag für Wayne Rooney und Konsorten. Ja, und unsere Truppe gewinnt auch 2-0 gegen die Holländer. Ach Mensch, sieh mal einer an. Ja, wir haben mal gesagt, hier damals Orange trägt nur die Müllabfuhr oder ohne Holland fahren wir zur WM. Ganz so schlimm natürlich nicht, weil sie sind ja dabei, hier bei der Euro. Aber es, ich meine, es gibt ja nichts Geileres, als gegen die zu gewinnen. Ganz egal wo, in welchem Turnier. Und ja, die Chancen stehen gut, dass die hier rausfliegen, weil die Schweiz hat auch schon gewonnen gegen Irland. Das müssen sie erstmal ausbügeln. Eine Euro ist ja schon übersichtlich, weil es da nur vier Gruppen gibt. Ne? Bei der WM hätte ich jetzt noch Seite 2. Und da wird natürlich viel mehr gespielt. So, da gehen wir weiter. Ist sowieso jetzt nur noch dasselbe. Die Anhänger in Europa, da ist Real Madrid deutlich vorne. Schaut euch mal den Unterschied an hier. 22,4 Millionen. Bei den Bayern sind es fast, ja gut, 8, 7 Millionen weniger. Und Barca im Landesvergleich auch schon knappe 6 Millionen in Rückstand. Juve hat weniger Fans als Inter. Weiß nicht, ob das in der Realität so aussieht. Also die ganzen Erfolgsfans jetzt mal abgesehen da von Juve. Freut mich, dass Ajax immer noch dabei ist. Der Traditionsverein aus Holland. Liverpool auf der 3 kann ich auch nachvollziehen. AC Milan als italienischer Meister auch auf der 2 hier. Und mein Lieblingsverein hier auf der Position 5 mit 16,4 Millionen. Ich denke mal, wenn man hier weltweit fragen würde, könnte United dann noch ein bisschen weiter oben stehen. Was haben wir denn hier jetzt? Ach, die Sponsoren wieder. So, Reserve zur Reserve, Reserve, alles zack, zack, zack. Weg damit, hier Trainingsziele. Mensch, was macht die Jugend hier? Die haben keine, auch keine Pause. 15,4 Mille. Okay. Also ihr Scheich, der graue Haare hat und nicht wirklich aussieht wie ein Scheich ohne Turban, der hat ordentlich nachgeschustert. Didi, alter Lappen. Ja, muss ich mich ja noch für bedanken. Ist ja nicht mal so eben selbstverständlich, ne, dass man so viel Geld da raus scheißt. Ja, wir haben nicht nach 11 Uhr. Das darf ich eigentlich gar nicht sagen, sorry. Renelt. Lohnt sich nicht. Ich wollte es ja eigentlich auch gar nicht machen, aber die Mentoren, das ist immer so eine Sache. Der Rüsen. Lohnt sich das nochmal irgendwas da anzuleiern? Glaube ich nicht. Grundstärke 52 ist halt wenig mit 19. In der 17 wäre. Gut. Meinetwegen, aber das wird sich dann erledigt haben. Aber dann nehme ich ihn zumindest mal raus hier, den Mentor, dass es da nicht mal negativ aufgeführt wird. Der soll sich mal ein bisschen anstrengen in der Schule. Das ist wie ich früher. Unterdurchschnittliche Noten. Also so nicht, mein lieber Freund. Wenn ich jetzt deine Mama wäre, da würde ich dir ordentlich auf die Finger hauen. So, Transfermarkt.de hat wieder ein paar Transfers für uns. Aber ihr seht schon, da ist wieder nicht wirklich was Spannendes dabei. Der Davide Zappacosta von St. Gallen nach Galatasaray für 3,5 Millionen. Das war's dann auch. Aber wer zum Henker ist eigentlich John Flanagan? Den hört man hier überall. Überall. Das muss ich jetzt gleich mal gucken. Vielleicht gibt's den umsonst. Ich habe ja keine Ahnung. So wie Coffee to go oder sowas. Was haben wir denn? Schweiz? Oh Mensch, jetzt haben die gegen Holland verloren oder wie? Muss ja. Ne? Deutschland hat 6 Punkte, Irland 0. Also müssen die gegeneinander gespielt haben. Das sieht ja besser aus. Aber das Torverhältnis ist eben noch für die Schweiz. Die müssen jetzt gegen Irland spielen. Also haben es im Prinzip ja in der eigenen Hand. Oder wie war das? Ne, warte mal. Ja, wer muss denn jetzt gegen Irland spielen? Ich glaube, ja auch nicht die Holländer, ne? Die Holländer, na gut, dann wird es wahrscheinlich dann doch noch Imo reichen. Frankreich, Italien sieht gut aus. Griechenland, Spanien sieht super aus. Da sind sie, glaube ich, schon, ja, sind schon durch, würde ich sagen, ne? Das würde ich dann schon behaupten.
Und hier sind die Engländer noch nicht ganz tot. Türkei und Portugal 4 Punkte haben unentschieden gegeneinander gespielt. Und Timo ist sogar aufgelaufen für 7 Minuten, hat sich gelb abgeholt. In der 83. eingewechselt worden, dann 6 Minuten nach Einwechslung wegen unsportlichem Verhalten. Mal hier so einen Iren abgeräumt, hat sich die gelbe abgeholt. Ist in Ordnung. Hat jetzt 2 Spiele gemacht. Ich hab's ja vorher gesagt, Hauptsache es kommt hier keiner mit dem Gipsbein nach Hause. Oder Gipsarm. Die besten Jugendspieler. Jetzt wird's wieder interessant, weil wir gucken müssen, wo ist einer von uns. Liverpool. Pedro Chirivella. Jordan Rossiter. André Weiler von den Bayern. Da ist noch Maicon für FC Sao Paulo. Ist wieder so ein blöder Reinkarnierter. Oh, das kann doch sein, dass ein eigener ist. Ne? Da gibt's ja auch so viele, die sich dann einfach so nennen. Und es gibt ja auch wieder so viele Ronaldos in Brasilien. Das glaubst du nicht. So, B-Jugend können wir auch noch gucken. Einen hatten wir bei der A-Jugend dabei. Hier ist Domenico Mungo, ein Torwart für Milan ganz oben. Wir wissen aber nichts drüber. Da ist Vasiljevic auf der 9. Im Prinzip von denen, die wir kennen, ist es der talentierteste. Da haben wir dann Silvio Marx auf der 33. Da war noch einer. Nico Geib. Leon Becker. Und letztendlich auch noch Lukas Nagel auf der 94. Ja, B-Jugend ist unser Steckenpferd. Da sind ja nächstes Jahr natürlich einige, die hochgehen. Und da haben wir jetzt den 3. Spieltag. Also, ach komm, hör doch auf, ey. Hör doch auf, Deutschland fällt raus hier. Also das ist echt bitter. Gruppen aus und die Holländer, die ich noch ausgelacht habe am 1. Spieltag, die kommen als Gruppensieger weiter, ey. Das kannst du doch sonst einem erzählen hier. Spanien, Griechenland, Gruppe B. Portugal, England in Gruppe C. Also überall, inklusive Gruppe A, haben sich die Favoriten durchgesetzt. Und was machen wir? Liegen da wie die Blöden in der Ecke und werden Dritter. Mit 6 Punkten. Also blöder kann man nicht rausfliegen. Gewinnen die 2 Spiele, verlieren 1 und dann sind sie gleich weg. Also wenn Timo gespielt hat, bekommen wir das noch mit, wie das ausgegangen ist. Wahrscheinlich nicht. Wo sind sie denn? Wo hätten wir denn gespielt? Gegen Frankreich. Naja. Dann war das ja eine kurze Euro. Vorteil ist, Timo verletzt sich da nicht noch irgendwo. Aber so ein Titel wäre halt schön gewesen, vielleicht so als Vorbote für diese WM 2014 in der Realität. Wenn wir das hier quasi schon mal vorgespielt hätten mit der Euro 2016. Man kann sich nicht ausruhen, er hat da nicht gespielt, sonst hätte man das jetzt aufgezeigt bekommen. Vorschlag Assistent soll mich mal, soll mich ebenso. Ja, es ist wieder richtig dunkel hier geworden. Flanagan, Sean Flanagan von Olympiakos. Ach Mensch, das ist der von Liverpool. Gesicht kenne ich. Warum wollt ihr ihn alle haben? Der steht mir ja 65 hier. Option für Spieler, also auch keine Ausstiegsklausel. Der ist erst im letzten September von... Ah ne, der ist von Liverpool aussortiert worden und ist dann im September zu Olympiakos. Und hat da 12 Spiele gemacht. Aber wo, weiß ich nicht, weil hier oben steht nichts. Naja gut, sollen sich halt um den kloppen. Kann ihn nicht ändern. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist es irgendein Geheimtipp, wo der Manager mir was sagen möchte. Aber anscheinend hat er das nicht vorgehabt. Das Halbfinale. Frankreich gegen Portugal und Spanien gegen Holland. Also Spanien gegen England 3-1 und die Holländer knapp gegen Italien. Frankreich gegen Schweiz auch 1-0. Ja, das waren beides mal dieselben Ergebnisse. Portugal, Griechenland auch 3-1. Das war die Rache für das Euro-Finale 2-4 für die Portugiesen. 3-1 da gewonnen. Also wenn ich jetzt mal tippen würde, ich sag jetzt einfach mal Holland, weil die so blöd daherkommen und ich eben noch gelacht habe. Ich sag, Holland macht es. Holland, Euro, Sieger 2016. So, was haben wir hier? Es wird schon wieder ein bisschen mehr mit den Summen. Joao Sinho, SC Braga, Stoke City, 4,7 Millionen, 26. Dino Minkanovic, das ist Panathinaikos Athen. Zu Sampdoria nach Italien. Und Vitor Andrade, nicht Victor. Ich habe immer... Vitor Andrade heißt er. Da kann man sich immer so schnell vertun. Wen hatte ich denn gerade? Den Brasilianer hatte ich jetzt gerade irgendwie im Kopf. Der, weiß nicht, FC Santos oder so spielt der. Ich glaube, der heißt Vitor Andrade. Deswegen kam ich gerade drauf. Tja, ansonsten nicht viel, ne? Vertrag von Dong Wonji bei Sunderland verlängert. Der ist ja in Wirklichkeit bei Dortmund ab dem 1.7., und war vorher, glaube ich, an Augsburg ausgeliehen. Das wird, glaube ich, jetzt das vorletzte Autosave sein. Wir kommen der ganzen Sache näher. 1.7.
Und das ist ja, wie ihr alle wisst und wahrscheinlich auch viele von euch finden, dass das die schönste Phase ist, diese Sommertransferperiode mit der Vorbereitung, mit neuen Spielern und so weiter und so weiter. Und die Holländer machen natürlich nicht das, was ich sage. 3-2 gegen Spanien rausgeflogen, jetzt im Finale gegen Frankreich. Portugal 1-0 war knapp. Also Portugal vielleicht ein bisschen unter Wert geschlagen hier bei dieser Euro. Die scheinen es drauf gehabt zu haben. Wenn ich jetzt tippe, kommt eh wieder das Komische dabei raus, ins Gegensatz. Ich sag einfach mal Frankreich. Wer ist Meister in Deutschland, weiß ich nicht. Nee. Selbst wenn man keine Ahnung hat. Abstiegsplatz, das war Hoffenheim. Das war Hoffenheim, klar, muss ja. Wir sind ja rausgeflogen. Das ist natürlich Artyoms Rudnevs, der clevererweise von Hamburg ausgeliehen wurde. Danach war kein Stürmer mehr vorhanden. Alle verletzt. Also in der Realität jetzt. Das ist, steht ja auch gar nicht drauf oder sowas, ne? Das ist RAEC Mons. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Kann auch Mons heißen, aber ich habe keine Ahnung. Ja, genügt nahe, was Belgien ist. Gründungsjahr von Bremen. Jetzt müsste ich meinen Bruder fragen. Der weiß das mit Sicherheit. Gottes Willen. Man könnte jetzt nicht irgendwo reinschreiben hier. Also 1899 glaube ich nicht. 1904 könnte es sein. 1909 glaube ich nicht, weil das ist Dortmund. BVB 09. 1914 ist ein bisschen spät. Ich tippe jetzt einfach mal. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Dann ist es auch noch das 1899. Hätte ich jetzt nicht geglaubt. Schade. Also wir bekommen minus 2 Fanbeliebtheit, minus 1 Medien. 800 Euro. Yay. Ja, toll. Hätten die mich nach irgendwelchen Meistern oder sonst irgendwas gefragt. Das hätte ich gewusst. Das habe ich mir angeguckt. Aber noch nicht irgendwelche blöden Gründungsjahre von Bremen. Sollen sie mich nach dem Ding von Hamburg fragen? 10 Tage. Scouting-Büro ist schon wieder fertig. Und das Jugendzentrum, ja, das passt ja wunderbar, würde ich sagen. Und das Jugendzentrum wird ja auch dann demnächst fertig. Ich glaube, im Herbst oder Frühwinter. Linus Liedtke. Wer ist er denn? Na, zumindest nichts, was sich jetzt lohnen würde. Stöcker. Ja, das wäre natürlich auch... Klar bekommen wir die Lizenz, wie soll das anders sein? Das liegt natürlich daran, dass wir immer einen haben, der Geld nachschießt. Fanbeliebtheit 50%. Was ist mit denen los? Vielleicht, weil die Saison so schlecht war. Ja, Saisonziel, wenn ich fit war, spielte doch. Da haben wir gelitten. Rotation, gewinnen wir Vertrauen, Disziplin unverändert. Fokus auf junge Spieler. Das haben wir auch eingehalten. Trainingsgelände, wie angekündigt, verbessert. Vertrauen hat gelitten. Bei wem? Ja, weit davon entfernt. Wir haben doch qualifiziert. Das weiß natürlich der Manager nicht, dass wir das über den Pokal gemacht haben. Und ja, bei denen war es der Aufstieg, was wieder nicht geklappt hat. Ich sollte einfach die Fresse halten und tief stapeln, wie ich das immer so gerne mache. Aber dann wird ja gemeckert von euch, dass ich das nicht machen soll. Nee, natürlich werde ich da der Linie auch treu bleiben. Ich weiß ja, was die Mannschaft kann. Ja, mittlerweile sind wir gestandener Bundesligist. Und nicht mehr irgendein Aufsteiger. Ne? Erst waren wir Aufsteiger in die zweite Liga, dann waren wir Aufsteiger in die Bundesliga und dann waren wir Europapokal-Neuling. Alles zählt jetzt nicht mehr. Also wir müssen jetzt definitiv abliefern. 26. Wann ist denn hier? Ja, Mitte der Woche ist 29.30. Und dann geht's ja wieder los. Und dann melde ich mich natürlich dann wieder. Aber ich glaube, die Schrittchen gehen wir gerade noch vor. Es kann ja sein, dass irgendwas passiert. Ja, Frankreich hat gewonnen. Wahnsinn. Also wenn wir jetzt mal in dem Ding recht gehabt hier. Also Gratulation, erster Titel nach der Euro 2000, glaube ich. Na, dass die das letzte Mal was gewonnen haben, muss so sein, ja. Seit der Euro 2000 mussten 16 Jahre warten auf einen Titel. Les Bleus. Ja, freue mich jetzt nicht darüber, aber gut, haben sie verdient. Ne? Wer so weit kommt und dann gegen Spanien gewinnt, der muss es verdient haben. Salomon Kalou wechselt innerhalb Frankreichs von Lille nach Nizza. So, hier ist auch nichts Neues. Tottenham und diesen Felgerasch interessiert. Ja, wenn Tottenham das sagt, dann muss der eigentlich was können. Ich merke mir mal den Namen, dann gucken wir da gerade nochmal nach. Da gucken wir doch gerade nochmal nach. Wenn es noch passt. Ne? Ich weiß nicht, wie lange der mich jetzt hier noch schickt. Die Elf des Turniers. Da ist Hugo Lloris für Frankreich. Sergio Ramos noch mit langen Haaren. Cesc Fabregas. Tabanu ist dabei, ja. Der spielt schon eine Rolle, der Kerl. Flachodimos. Panagiotis von Augsburg. Also der ist hier bei der WM richtig, bei der Euro richtig abgegangen. Dass der da 4 Tore gemacht hat. Und wir wissen ja, dass Griechenland nicht unbedingt für Offensive steht. Also das soll schon was heißen. Olivier Giroud von Arsenal macht hier
den Top-Torjäger. Vorne Robben noch neben ihm im Sturm. Ja, Timo Werner hat gelernt, ne? Erste Europameisterschaft für ihn, die er gespielt hat. Und hier sehen wir das nochmal, das ist für uns jetzt nicht so wichtig, würde ich sagen. Fabregas, Spieler des Turniers, Torschützenkönig, Giroud haben wir gesehen. Enttäuschung Deutschland, klar. Überraschung Griechenland, komme ich auch mit klar. Und ja, das wird jetzt ganz schnell gemacht hier. Wir sehen es ja gleich am Ende, ob da irgendjemand von uns dabei ist. Ultrafix, Deutschland, Lars Bender, der verliert zwei, völlig untergegangen. Dann ist es positiv, wenn einer von uns da nicht oft spielt, ne? Verliert er da nichts. Kann natürlich auch so laufen wie andersrum hier, zum Beispiel bei Paul Pogba einen Punkt gemacht. Azpilicueta auch einen Punkt gemacht. Oder hier sogar Orteneche von Bilbao. Eindrucksvolle Leistung im Turnier. Zwei Punkte gewonnen. Kann alles passieren. Tja, wir müssen schauen. Als nächstes die WM 2018, glaube dann in Russland. Nicht Abstiegsprämien, da haben wir das Europa-EKG. Joe Hart, 75 Spiel gemacht. Für Manchester City 67 und 8 in der Nationalelf. Aber Manchester City hatte wirklich das dickste Programm gehabt. Wahrscheinlich in beiden Pokalwettbewerben weit gekommen. In der Liga 38 Spiele und dann noch im Europapokal. Und wir auf Platz 16 mit 54 Spielen, auch nicht zu verachten. Mal gucken, kann man das Deutschland hier? Ja, da sind wir. Timo Werner, 53 Spiele gemacht. 52 Pausen. 50 immerhin Steffen Lang. Ja, wir waren die meisten, ne? 54. Also das schlägt sich natürlich nieder. Das muss man ja gar nicht... So, ich mach mal Stopp hier, bevor der mich hier zu weit schickt. So, letztes Autosave. Anscheinend jetzt. Genau, da sind wir. Perfekt eingeparkt, würde ich sagen. Gibt's sofort einen Führerschein. Ich wollte nur den einen Kerl gucken. Ich hoffe, es ist richtig. Ich glaube schon. Das ist der. 29. Ich habe gedacht, das wäre ein Talent, wenn wir alles hinter dem her sind. Nö, brauchen wir gar nicht zu gucken hier. Allein schon, weil es ein Torwart ist, ein 29, brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Okay. War eine ganz interessante, auch sehr kurzweilige und vor allem auch nicht zu lange Saisonabschlussfolge. Es werden ja für euch zwei sein. Ich werde das Ding wieder cutten, irgendwo in der Mitte. Kennt ihr ja. Und ja, dann geht's ab morgen schon weiter. Morgen um 12 mit der neuen Folge. Das wieder dann den 1. Juli uns näher bringt. Und dann gibt's natürlich auch wieder den neuen Spielstand. Den packe ich dann wieder in die Beschreibung. Wisst ihr Bescheid, könnt ihr euch runterladen und das dann selber spielen. Okay, bis morgen.